Herzlich willkommen zu einer Ausnahmefolge von GTA Online. Wie ihr jetzt alle wisst, ist das Update Import-Export raus. Und sicher haben schon einige Leute Glitches versucht und ich weiß nicht was alles, was gar nicht mehr funktioniert, um das Aussehen seines Charakters zu verändern. Ihr könnt es jetzt über das Interaktionsmenü, wo man seine Outfits und so wählen kann, ganz einfach jetzt machen. Dazu dürft ihr aber allerdings nicht in einer Mission sein. Das bedeutet auch kein Security Service oder sonstiges. Ja, das dauert manchmal etwas länger, wenn man das Menü nicht so oft benutzt hat. So, jetzt könnt ihr, wie ihr seht, das Aussehen verändern für 100.000, wenn ich mich jetzt nicht vergucke. Habe aber eh genug Geld, von daher. Dann gelangt ihr ganz einfach in das Menü, was ja eigentlich nur am Anfang ein einziges Mal zu verändern geht. Wie ihr jetzt seht, gelangt man aber ganz normal zur Charakterauswahl. Nach gefühlten 3 Jahren. Auf jeden Fall seht ihr, ich habe keinen Glitch gemacht, ganz normal bezahlt. Es funktioniert, es wird nicht gepatcht und man kann einfach hier wieder alles verändern, wie es damals einfach war. Ja, ich werde jetzt meinen Charakter aber nicht ändern. Folglich werde ich auch keine 100.000 zahlen müssen. Wenn man das nämlich nicht macht, steht da, es fallen keine Kosten an. Ich bin zufrieden mit meinem Charakter, deswegen werde ich ihn so lassen, aber ich bin sicher, es gibt viele, die das ändern wollten. Darum einfach dieses kurze Video jetzt hier. Also viel Spaß und haut rein.